Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 31. März. Der letzte Tag des Monats März. So, das erste Siegel unseres heutigen Tages klebt. Das ist Ayuna. Dann das zweite Symbol ist Bayonada. Und die dritte Energie des heutigen Tages ist Agnolo. Wow, ja, heute geht es wirklich nochmal darum, dass wir voll und ganz unsere eigene Wahrheit freisetzen, ja, in Frieden mit unserer Wahrheit kommen dürfen und wirklich den Frieden unserer eigenen Wahrheit in die Welt hinaustragen dürfen. Agnolo ist ja das letzte Symbol, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Und Ayuna ist das Symbol, das uns dabei hilft, das Siegel, das uns dabei hilft, die göttliche Einheit zu erleben und wirklich Frieden mit allem zu schließen. Frieden mit Menschen, mit denen wir vielleicht bislang keinen Frieden schließen konnten. Frieden mit Situationen, mit denen wir keinen Frieden schließen konnten. Ayuna hilft uns auch, Frieden mit Menschen zu schließen, die vielleicht gar nicht mehr im Körper sind. Und dieses ganze Leid, das wir erleben, entsteht ja letzten Endes, das sage ich ja auch so oft, nur aufgrund dessen, dass wir der Illusion unterliegen, getrennt zu sein, dass wir eben aus der Einheit herausgefallen sind und dass wir eben getrennte Individuen sind und ein jeder wandelt alleine. Und wir erleben das natürlich auch so, ich erlebe das ja genauso. Aber diesen Schmerz, ja, der verursacht wird und der Unfriede, der entsteht eben aus dieser Illusion, dass ich getrennt bin. Und wir versuchen eben alles, um diese Illusion des Getrenntseins zu überwinden. Aber meistens in der, sage ich mal, Alltagsbewusstheit, nicht unbedingt im Sinne von, dass wir uns eben bewusst machen, dass wir ja in der Einheit sind und dass wir eben, ja, dass wir eins sind mit allem, mit jedem, der mich nervt, mit der Natur, einfach mit allem, mit jedem, der mich glückselig macht, dass ich das, was an einem anderen bewundere, ich selbst bin, dass das, was mich an einem anderen stört, ich selbst bin. Sondern es geht eigentlich mehr darum, dass wir eben gefallen möchten, dass wir versuchen, es anderen recht zu machen, um ja nicht getrennt zu sein, um eben nicht ausgestoßen zu werden oder etwas besonders gut zu machen oder noch besser zu machen, um ja dazu zu gehören und eben Teil der Gemeinschaft zu sein und eben nicht ausgeschlossen zu werden. Ja, und Ayuna hilft uns wirklich, diese Illusion der Trennung zu überwinden und sozusagen in Frieden mit uns selbst zu kommen, in Frieden und in die absolute Harmonie, in der Vollständigkeit mit unserem Sein, mit unserer Seele, ja, mit Gott in uns und damit eben mit Gott in allem. Ja, weil wenn wir in der Einheit sind, dann sind wir von gar nichts getrennt. Und wenn wir eben so Verschmelzungsmomente schon hatten, in tiefer Meditation beispielsweise oder eben in der Natur, diese Gefühle von Einheit, dann stellen sich in diesen Momenten eben keine Fragen mehr. Dann geht es nicht mehr darum, etwas richtig oder falsch zu machen. Es sind diese Momente, in denen wir wirklich erfahren können, alles ist gut. Und das ist in der Tat, wer wir sind, dieses alles ist gut, dieses Eins mit Gott. Und wenn wir eins mit Gott sind, dann gibt es keine Trennung, dann gibt es nichts mehr, was überwunden werden muss. Dann ist in diesem Moment alles gut. Und Ayuna hilft uns, dieses Bewusstsein wiederzuerlangen, egal was dafür erforderlich ist. Ich habe auch schon so oft hier jetzt darüber gesprochen, ob Teile unserer Seele fehlen, die zurückgeholt werden müssen, ob Teile anderer Seelen in uns sind, die nach Hause geschickt werden dürfen, ob es um die alleingeborene Zwillingsthematik geht, ja, und diese ganze Schuld und diese ganze Sehnsucht und dieser Schmerz, der damit oft in Verbindung steht. All das darf mit Ayuna in die Auflösung gehen, sodass wir im Frieden sein dürfen, im Frieden mit uns selbst, in Frieden mit unserer Seele, in Frieden mit anderen Menschen, in Frieden mit der Welt, in Frieden mit dem, was jetzt eben in der Welt ist. Und Bayonada unterstützt uns heute dabei nochmal ganz enorm, um eben in die Herzheilung zu kommen, dass unser Herz vollkommen heil wird von all dem, was eben in uns an Wunden entstanden ist, was durch diese
Illusion der Trennung geschehen ist, ja, was durch Seelenverluste entstanden ist. Und wenn wir eben, wenn ein Teil der Seele fehlt oder wenn wir eben dieser Illusion unterliegen und eben unseren Schmerz lieben oder in der Identifikation mit unserem Schmerz sind. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, den Schmerz zu lieben, aber manchmal ist es wirklich leichter, am alten, ungeliebten, schmerzhaften festzuhalten, als zu springen in das Neue, weil wir eben nicht wissen, was kommt, weil manchmal unser Schmerz unser bester Kumpel ist. So sehr sind wir damit eben identifiziert. Und bei Junada hilft uns eben genau diesen Schmerz aufzulösen, der durch Seelenverluste, durch diese Illusion des Getrenntseins eben entstanden ist in unserem Herzen und wirklich in unserem Herzen anzukommen, von unserem Herzen heraus leben zu können. Und wenn ich wirklich in Frieden bin und in meinem Herzen lebe, dann muss ich mich auch nicht mehr auf jede Diskussion in der äußeren Welt einlassen. Das ist ja momentan gerade so eine wunderbare Übung. Jeder hat eine andere Meinung. Ja, die Familien sind zum Teil gespalten, Freundschaften gehen auseinander. Ja, weil der eine glaubt das, der andere glaubt das. Und ja, und dieses Bedürfnis, Recht zu haben, ist eigentlich das Urbedürfnis des Egos. Das Ego will immer Recht haben, das Ego muss siegen. Es geht dann nicht um die Liebe, es geht auch nicht um das Mitgefühl, um das Verstehen, sondern um das Recht haben. Und wenn wir eben aus der Ego-Ebene, aus den niederen Chakren heraus agieren, das merken wir immer dann, wenn uns jemand angreift oder kritisiert, wenn wir uns verteidigen müssen, wenn wir beleidigt sind, wenn uns ein anderer beispielsweise erzählt, was er heute alles geschafft hat und dann kommt gleich eine Verteidigung, aber ich mache gar nichts oder was. Ja, das ist nur Ego, das sind nur Ego-Spiele, weil das Ego immer Recht haben möchte. Und bei Junada hilft uns wirklich, diese Ego-Spiele zu überwinden und wirklich in unser Herz zu gehen, in unser Herz zu heilen, dass wir von unserem Herzen heraus wirklich den anderen Menschen uns zeigen können, unsere Wahrheit zeigen können. Das bedeutet nicht, ja, dass ich nichts sage, wenn ein anderer mich angreift, verletzt oder dass ich meine Meinung sage. Das bedeutet nicht, dass ich immer nur still bin und alles ertrage. Es bedeutet das überhaupt nicht. Aber es bedeutet, dass ich von der Ebene des Herzens heraus meine Wahrheit spreche, ohne Recht haben zu müssen, dem anderen einfach zu erkennen vielleicht, dass er jetzt unbedingt Recht haben muss, dass er das eben braucht, dass das eine Ego-Struktur ist, die bedient werden möchte. Und ich kann, ohne innerlich darauf zu reagieren, meine Wahrheit sagen, indem ich mich davon frei mache, ob der andere das anerkennen kann oder annehmen kann oder nicht. Und dabei unterstützt uns eben auch Anjolu, Anjolu, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung. Ja, meine Wahrheit auszusprechen, hatten wir vor 2, 3 Tagen auch schon mal, hat immer etwas mit Grenzen setzen zu tun und Grenzen sind Schutz. Es zeigt einfach, wer ich bin, was meine Wahrheit in dem Moment ist. Und wenn ich meine Wahrheit ausdrücke, ich bringe oft das Beispiel mit der Wut, ja, wenn Menschen sich streiten und wütend sind aufeinander, dann ist ja oft eben einfach die einzige Sehnsucht, ich möchte dem anderen sagen, dass er Unrecht hat und dass ich Recht habe. So, und wenn ich jetzt dem anderen aber in einer geballten Ladung Wut, ja, meine Meinung vor die Füße schmeiße und will, dass er einsieht, dass ich Recht habe und dass er Unrecht hat, was passiert? Ganz bestimmt nicht das, was ich möchte. Er wird mir sagen, dass ich Unrecht habe und dass er Unrecht hat. Und es ist dieses Ping-Pong-Spielen. Aber du. Nein, aber du. Du hast gesagt. Nein, aber du hast gesagt. Nein, aber du. Ja, dieses Hin und Her, das sind einfach nur zermürbende, anstrengende Ego-Spiele. Und wenn ich aus meinem Herzen heraus meine Wahrheit spreche, ja, und das kann ich immer dann, wenn ich erstmal auch den Schmerz, den mir das gerade was läuft oder der mir zugefügt wurde, wie auch immer, anerkenne, indem ich zum Beispiel spüre, okay, gut, macht mich jetzt wütend, was der da gerade macht. Und wenn ich mich kurz zurückziehe und sage, willkommen Wut, ja, und vielleicht ist darunter dann Traurigkeit und diese ganzen anderen Gefühle, die sich einfach in dem Moment zeigen, indem man dem ersten Unangenehmen die Anerkennung gibt, dann geht das weg und dann kommt das nächste unangenehme Gefühl, ja, und dann können wir das da sein lassen und fühlen und dann kommt das nächste. Und wenn ich aus der Basis der Anerkennung meiner Wahrheit, das ist meine Wahrheit, dass mir das wehgetan hat, und es muss mir niemand anders anerkennen, kein anderer hat damit was zu tun, weil der, der das gerade in mir auslöst, ist nur ein Spieler, Schauspieler in meinem Drama, das ich geschrieben habe. So, und wenn ich das, mich davon abkopple, von diesem Nein, aber du, und mich herausnehme und fühle, was es in mir macht, ja, dann kann ich dem anderen
aus der Herzebene und nicht aus der Ego-Ebene heraus meine Wahrheit sagen und bin frei davon, ob der andere das für richtig erachtet oder nicht, weil ich habe mir selbst die Anerkennung gegeben, dass das wehgetan hat. Und was ich erlebe, wenn ich das tue, wenn ich das mit mir sozusagen ausmache, dass ich oft gar nichts dem Gegenüber mehr sagen muss, ja, weil ich habe ja die Anerkennung jetzt bekommen und zwar von mir selbst und da suchen wir sie auch. Und dann kommt der andere oft und sagt, du, es tut mir leid oder wie auch immer. Oder man sagt es eben aus einer Ebene der Freiheit heraus, dass es völlig egal ist, ob der andere das einsieht oder nicht. Ja, es geht einfach darum, unsere göttliche Wahrheit zu zeigen. Und das tun wir immer erstmal uns. Und dadurch leben wir es und dann können wir es aussprechen. In Freiheit, ob der andere das eben annimmt oder nicht. Ja, und diese, ja, wie nenne ich denn jetzt heute das Bewusstseinsfeld? Ja, die Wahrheit deines Herzens, ja. Die Wahrheit, die Fähigkeit, die Wahrheit aus deiner Herzensebene heraus mit der Welt zu teilen. Deine Wahrheit aus dem Herzen mit der Welt zu teilen und eben nicht vom Ego. Und alles, was uns davon abhält und uns in unseren Ego-Strukturen gefangen hält, es darf jetzt in die Erlösung gehen. Om Ayuna, Om Bayunada, Om Anyulu, Om Ayuna, Om Bayunada, Om Anyulu. Bayunada, Om Anyulu, Om Ayuna, Om Bayunada, Om Anyulu. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, an dem du die Wahrheit deines Herzens erfährst, erlebst und ausdrückst. Und wenn dir dieser Impuls gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst über dein Gefällt mir und wenn du meinen Kanal abonnierst. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann bekommst du automatisch immer Informationen über den nächsten Impuls. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.